Für das winterliche Gesteck will Bianca Christrosen verwenden, auch Schneerosen genannt. So schön die auch sind, alle Teile der Pflanze sind giftig. Nach dem Berühren also Händewaschen nicht vergessen. Guck mal, das ist eine ganz schöne Christrose, ne? Die wachsen auch nur im Winter. Deswegen, wenn wir im Winter Deko machen, können wir die ausnahmsweise mal nutzen, ja? Jetzt werden wir erstmal die Röhrchen hier mit Wasser befüllen. Ja. Kannst du mal Wasser eingießen? Kriegst du das hin, ja? Ja. Schön, das Röhrchen voll. In solchen Wasserröhrchen, die es in jedem Blumenladen gibt, halten sich die Christrosen länger. Ja, schon fest im Deckel, dass sie auch sitzt. Die gelernte Floristin schneidet die Stiele 1 Zentimeter tief ein. So können die Rosen das Wasser gut aufnehmen. Dann stecken wir hier so ein bisschen tiefer das Blatt rein, und dann sieht das gut aus. Und dann haben wir das schon vorbereitet für später. Genau, die darfst du jetzt alle fertig basteln. Okay. Und Mama kann dann anfangen, den Unterbau für unseren Kranz schon mal herzurichten. Dieser Unterbau besteht aus starken, trockenen Ästen, die von Blumendraht zusammengehalten werden. Und offensichtlich hat auch Töchterchen Rika ein Händchen für Floristik. So? Ja, das sieht schon gut aus. Wieso machst du eigentlich unten dicke Äste? Damit die erstmal so ein bisschen Halt geben. Und dann machen wir nachher oben. Wird es dann oben die dünneren? Genau. Wird es dann immer dünner? Ja, oben kommen nachher die dünnen, das sieht dann schick aus. Unten ist erstmal unser Haltegestell, damit das nicht mehr wegrutschen kann. Wir müssen jetzt gucken, wie wir es schön festkriegen. Die dünneren Äste werden nun auf das feste Untergestell gebunden. So, Rika, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt gucken wir mal, ob unser Licht hier gut reinpasst. Das ist, glaube ich, wie dafür gemacht, würde ich sagen. Ja. Guck mal, das sieht doch hervorragend aus, ne? So, jetzt. So, wir müssen immer ein schönes Löchlein finden, damit wir unsere Röhrchen etwas verstecken. Ja. Damit man da halt die Christrose schön sieht. Und nach ein paar Tagen muss man wieder neues Wasser reingießen. Nach ein paar Tagen kann man gucken, und wenn das Wasser nicht mehr da ist, könnte man es nachfüllen. Genau so sieht es aus. Genau, das kannst du dann kontrollieren und dafür bist du zuständig. Mach ich jeden Tag. So, dann stecken wir das letzte Röhrchen hier rein, in unser letztes Loch. So, das sieht gut aus, ja? Ja. Dann haben wir das doch hier schön hingekriegt. Dann haben wir doch ein bisschen was zur Deko im Januar. Das stimmt. Gut.